Bei Berlin heben derzeit die verschiedensten Maschinen ab. Grund, die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA hat auf dem Messegelände in Schönefeld begonnen. Derzeit laufen die Fachbesuchertage, am Wochenende wird die Ausstellung auch für Privatleute geöffnet. Mehr als 1000 Aussteller aus 37 Nationen sind dabei, darunter auch zahlreiche Rüstungskonzerne. Themen sind unter anderem Drohnentechnologie und elektrisches Fliegen. Die Trends sind für die Luftfahrt wie in der Welt die zwei großen D, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Das heißt, wir wollen weiterhin unsere Produkte digitalisieren, unsere Produktion digitalisieren, neue Geschäftsmodelle in dieser Welt aufbauen. Und parallel Dekarbonisierung heißt kontinuierlich die Produkte effizienter machen, weniger Treibstoffverbrauch, weniger CO2-Emissionen. Und für uns von Vorteil, das ist immer verbunden auch mit Lärmreduzierung. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die ILA eröffnet. In diesem Jahr ist Frankreich Partnerland der Messe. Diese wurde Merkel zufolge erstmals gemeinsam organisiert. Und die deutsch-französische Partnerschaft beflügelt auch immer die europäische Kooperation. Und so erfüllen wir auch die Idee der Europäischen Verteidigungsunion mehr und mehr mit Leben. Und die beiden Verteidigungsministerinnen werden ja auch hier auf der ILA noch sein. Die Flugzeugbauer Airbus und Dassault haben eine Kooperation zum Bau eines deutsch-französischen Kampfjets für Europa vereinbart. Ergänzt werden sollen die Kampfjets Eurofighter und Rafale, das bis 2035 oder 2040. Man warte nun auf die Schritte der politischen Seite.